Grüßt euch zu einem neuen Video bei Andis Garten. Heute zeige ich euch per Bilder, was ich alles so im Februar gemacht habe und werde es sprachlich dokumentieren. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, wenn wir natürlich möchten, dass unser Garten auch genauso aussieht wie letztes Jahr, was eine wundervolle Pracht mit Sonnenblumen. Hier sehen wir eine Zucchini, hier mal eine schöne Blüte von der Sonnenblume. Ihr seht, ich liebe Sonnenblumen. Ja, dann müssen wir was dafür tun. Hier habe ich meinen Grünkohl, den habe ich zum Teil geerntet und die Blätter habe ich genommen dann zum Untergraben als Gründüngung und hat wunderbar funktioniert. Das Wetter war ja richtig herrlich, ich habe das richtig genossen. Hier mal ein Foto von der linken Seite vom Beet. Die hatte ich letztes Jahr schon umgegraben, da habe ich dann gleich Kompost mit untergehoben. Somit die neuen Erdbeerpflanzen, die ich gepflanzt habe, schön wachsen können. Die alten habe ich rausgemacht, weil die Frucht an der Pflanze hat praktisch gar nicht gereift. Die wurde gleich matschig bei den letzten Sommern, die wir hatten. Und da habe ich mir gesagt, ich mache sie raus und nutze die Fläche dann für andere Kulturen. Aber letztendlich, ein Neustart wird gewagt. Ja, nun geht es im Gewächshaus weiter. Dort habe ich die Erde ausgetauscht und habe Pferdemist untergegraben. Ich habe die Erde aus dem Gewächshaus rausgetan. In das entstehende Loch habe ich den Pferdemist rein. Und von der linken Seite habe ich dann in die rechte Seite wieder eingefüllt. Also sprich, dass der Boden praktisch einmal getauscht wurde. Ich erhoffe mir so, dass ich 2 Jahre nicht düngen brauche. Das wird sich jetzt mal herausstellen. Das ist jetzt mal ein Test. Und da seid ihr natürlich auch wieder dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüssi.